Hi und herzlich willkommen bei Luxa Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und heute sind wieder bei mir meine magischen MitspielerInnen und Gäste. Sagt Hi, magische MitspielerInnen und Gäste! Hi! Hallo! Ach, wir haben uns hier wieder versammelt zur zweiten Folge von Fashionably Late to Magic. Unsere Late Bloomer, was Magie angeht, was das letzte Mal passiert ist. Unsere Gruppe, bestehend aus der fantastischen Maike Dan, spielt Vanity Sparrow, Hannah Neumann als Myra Dawn, Ann-Kathrin Hinz als Emma Leonora Heideblum und Thorsten Schmidt als Louis, französischer Nachname, der Siebte. Unsere Gruppe hat festgestellt, das letzte Mal, obwohl sie schon junge Erwachsene sind, dass sie anscheinend vergessen wurden, bei der Magierschule aufgenommen zu werden. Was sich die Magierschule aber gedacht hat, ey, es gibt so ein spezielles Zauberer-Nachzügler-Programm und jeder von unseren Protagonistinnen hat einen Brief bekommen, dass sie bald an der Jaywick Academy für Magie und Zauberkunst in der Kunst der Magie unterrichtet werden. Sie haben jeder in ihrem Brief ein kleines Plätzchen gehabt, ein Teleportationsplätzchen, die sie in die Crooked Alley geschickt hat. Ein magischer Ort, wo sie ihre Schulausrüstung, einen Zauberstab, einen Besen und einen Begleiter sich aussuchen konnten. Und dort auch Jade Bucket kennengelernt haben. Auch ein weiterer Magier, der zu Hause unterrichtet wurde und so halb mit in das Nachzüglerprogramm reingerutscht ist und unsere Gruppe ein wenig angeleitet hat. In der Crooked Alley haben sie ein paar andere Klassenkameraden kennengelernt. Manche nett, manche nicht so nett, haben den Zauberstabladen angezündet, aber auch wieder gelöscht. Und am Ende des Tages sind sie in der Drunken Duck abgestiegen. Und wir sind nach diesem aufregenden Tag am nächsten Morgen angelangt. Ihr wacht alle auf in einem Mehrbettzimmer, das die Schule freundlicherweise für euch bereitgestellt hat. Die Drunken Duck ist ein windschiefes Gebäude am Rande der Crooked Alley, was von innen deutlich größer ist, als es von außen aussieht. Rustikal eingerichtet, an jeder Ecke, ob es jetzt logisch wirkt oder nicht, ist meistens ein Kamin, viele Tische, keine Möbel passen wirklich zusammen. Es sieht gemütlich aus für dieses Etablissement. Und es ist der nächste Morgen, praktisch einen Tag später, nachdem ihr erfahren habt, dass ihr anscheinend doch magische Wesen seid. Wollt ihr was machen? Oder wolltet ihr noch in der Drunken Duck irgendwas gemacht haben über die Nacht oder an diesem Morgen? Anscheinend also, nicht. Gut. Also, doch, pass ich auf, weiß ich so. Weiß das. Das wollte ich beim letzten Mal schon machen. Wir haben doch einen Besen bekommen. Ihr habt einen Besen bekommen, ja. Ich würde mich gerne heimlich, oder beziehungsweise nee, jetzt ist Tag, ne? Es ist früh am Morgen. Es ist früh am Morgen. Dann würde ich mich gerne mit meinem Besen rausschleichen und mal versuchen, ob ich fliegen kann. Okay. Bevor die anderen aufwachen, schleicht sich Emma leise aus dem Zimmer und geht auf die Balustrade der vierten Etage der Drunken Duck. Wie gesagt, das Gebäude ist von innen deutlich größer als von außen und du siehst, dass spiralförmig Balkone fast endlos in den Himmel reichen. Und auf jedem dieser Balkone sind unzählige Zimmer, wo zu dieser frühen Stunde noch kein anderer zu sehen ist. Du hast deinen Standard Magier im Besen in der Hand. Und du befindest dich vierte Etage. Es sind schon ein paar Meter über der Erde. Du kannst die Eingangshalle von oben halt sehen. Aber dieser Sturz, wenn du den kurz beurteilst, wäre potenziell tödlich oder sehr, sehr schmerzhaft, wenn du jetzt von dieser Stelle abstürzen würdest. Aber der Balkon ist breit genug, um was auszuprobieren. Was Perfekt. Möchtest du machen? Super. Ich würde mich gerne auf meinen Besen setzen. Ja. Und dann in alter, ganz lange Nicht-Magierin-Manier dem Besen zuflüstern. Ene Mene 1, 2, 3, komm, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Und gucken, ob's klappt.
Mach mir bitte einen Flight-Wurf. Mhm. Du darfst deinen Magiewürfel dazu benutzen. Ja, super. Einen Moment. Die Schwierigkeit ist 8. Mhm, wunderbar. Ich habe eine satte 4. Du hast eine satte 4. Mit beiden Würfeln hast du eine satte 4? Mit beiden Würfeln habe ich eine satte 4. Lass mich raten, knapp nicht. Es geht. Der Besen zittert ein bisschen und es ruckt einmal so, als ob du den Wagen absaufen lässt. Ja, und er zieht dich so locker 2 Meter nach vorne. Okay. Aber du darfst dir einen Loser-Token aufschreiben, weil du deinen Wurf verkackt hast. Großartig. Kann ich den so ein bisschen streicheln und sagen, okay, ich verstehe, das waren die falschen Worte. Ich werde es noch lernen, okay? Ich werde es noch lernen. Der Besen zeigt keine Reaktion. Na toll. Ich dachte, wir wollen Freunde sein. Okay. Möchtest du sonst noch was probieren? Ich würde als letzten Versuch, ob es nicht vielleicht doch klappt, einfach mal mit dem Besen zusammen hochhüpfen. Also wenn schon Worte nichts bringen, dann möchte ich jetzt einfach den quasi ganz fest zwischen meine Beine klemmen und hopsen. Mach mir bitte nochmal einen Flycheck, diesmal mit der Schwierigkeit 5. Mhm. Haha! Puh, das ist eine 9. Das ist eine 9. Langsam schwebst du mit dem Besen über dem Balkon. Und das ist für dich in diesem Moment ein bisschen wie Heißluftballon fahren. Du kannst noch nicht so wirklich kontrollieren. Der Besen wabert in der Luft von links nach rechts. Und langsam mit der Spitze drehst du dich Richtung großer Öffnung in der Mitte des Gebäudes, wo es halt tief runter geht. Eieiei. Okay. Aber ich fliege. Perfekt. Was kann ich denn von hier aus sehen? Sind hier irgendwelche Fenster von den anderen in der Nähe, die ich kennengelernt habe? Nee, du siehst nur Türen. Das ist wie ein Balkon, der spiralförmig nach oben geht. Okay. Alles aus rustikalem Holz gefertigt. Wirklich nicht wirklich zusammenpassend und fast endlos spiralförmig sich nach oben gehen und halt überall verschiedene Türen mit Nummern von den einzelnen Zimmern. Es gibt vereinzelt Fenster, die den Blick auf die Crooked Alley freigeben, die in einem Nieselregen an diesem Morgen in London knapp, also recht unschwer beleuchtet, träge liegt. Fühlt sich das soweit stabil an? Oh, kannst du schlecht beurteilen. Also du bist das allererste Mal, es ist halt wie die Vorstellung, wie das Spielen, was man als Kind gemacht hat, nur dass der Besen halt wirklich fliegt. Okay. Ich würde mal gucken, ob ich zumindest auf den nächsten Balkon komme. Ich bin jetzt mal richtig wagemutig. Okay. Mach mir bitte nochmal einen Flight-Check. Mit der Schwierigkeit 12. Wieso? Weil du hast keine Ahnung, wie ein Besen funktioniert. Wirklich überhaupt nicht. Dieses Konzept, auf einem Besen zu fliegen, probierst du gerade zum allerersten Mal in deinem Leben aus. Du hast ihn zum Schweben bekommen, was ein Wunder ist. Aber ihn wirklich kontrolliert zu bewegen, bedarf Übung. Okay, fair. Ich habe eine 10 gewürfelt, mich erst gefreut, aber... Du hast eine 10 gewürfelt. Der Besen, es ist schwierig. Du kippst nach vorne, der Besen bewegt sich nach vorne, du kippst nach hinten, er bewegt sich zur Seite und du rückelst ein bisschen rum und knallst gegen eure Zimmertür, was die anderen wach macht. Und liegst mit dem Besen in der Hand auf deinem Hintern, mit dem Rücken an der Tür. Sorry, guten Morgen. Was war das? Nichts, absolut gar nichts war das. Ich halte meinen Besen hoch, Kartoffelbrei, haben gerade versucht, nevermind, ich bin geflogen. Ah, du hast Fliegen geübt. Ja. Ich bin früher ständig mit dem Hubschrauber meines Vaters geflogen. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Tipps geben. Ich bin immer bereit,
Tipps an weniger gute Fliegerinnen und Flieger weiterzugeben. Ihr hattet einen Hubschrauber? 3. Ja, Entschuldigung, ihr hattet 3 Hubschrauber? Ja, falls man mal an verschiedene Orte muss. Aber sicher doch, es gibt ja Tendenz sowieso auch zu zweit, Auto, allem. Meinst du, ein Hubschrauber ist genauso wie ein Besen in der Lenkung? Also, weil ich hab's mal versucht. Ja, ihr hört an der Tür die Stimme von Jade Bucket. Was genau ist ein Hubschrauber? Hi, guten Morgen! Ich verstecke, das du. Ja. Hey, also, ein Hubschrauber ist sowas wie, weißt du, was ein Auto ist? Ein Auto. Nee. Cool. Ein Hubschrauber ist ein bisschen sowas wie ein kleines Zimmer, in dem Stühle sind. Und obendran ist ein Propeller und damit kann man dann fliegen. Das ist ja Quatsch. Geht's euch allen gut? Habt ihr alle gut geschlafen? Jetzt geht's mir viel besser. Ja, wunderbar. Bisschen unsanft geweckt, aber sonst alles gut. Sorry. Fantastisch. Ich muss euch sagen, dass wir uns langsam auf dem Weg zur Bahn machen sollten, weil der Zug zur Schule fährt. Und den dürfen wir nicht verpassen. Was eine Bahn ist? Warum weißt du, was eine Bahn ist und nicht, was ein Helikopter ist? Naja, weil der Zug ein gängiges Transportmittel bei uns ist. Habt ihr keine Züge? Doch. Wie kommt ihr denn von A nach B? Also ich benutze in der Regel keine Flüge, ekelhaft. Viren. Ich verstehe nicht, wie ihr in so einer Gesellschaft leben könnt. Naja, egal. Also, ich warte unten auf euch. Ihr könnt euch eben noch zusammenpacken. Und dann würde ich sagen, erster Schultag. Okay, bis gleich. Das ist wirklich zu dumm. Das ist, jetzt haben wir keine Zeit mehr, dass ich dir noch Flugtipps zeigen kann. Ja, das ist müssen wir uns jetzt wohl mit dem Packen sicher, beeilen. Ich bin sicher, dass du besser gekonnt. Jade stand ein wenig schwitzig vor eurer Tür. Er hatte seine Schulrobe schon angehabt, aber euch ist aufgefallen, bei allen anderen, die ihr gestern in der Crooked Alley gesehen habt, bei anderen Schüler und SchülerInnen, dass sie halt farbige Kragen hatten. In Rot, Grün, Blau und Gelb. Und das halt bei euren Schuluniformen, die ihr gekauft habt, und bei der Schuluniform von Jade halt noch keine Farbe dran war. Und Jade wirkte ein wenig nervöser als sonst, dass es jetzt auf dem Weg in die Schule geht. Als ihr euch umdreht und als Luis sagt, ja, da müssen wir jetzt packen, dreht ihr euch um und vor eurem Betten steht jeweils ein großer Koffer von euch, der vorher noch nicht da stand. Okay. Wow. Wollen wir einpacken, ne? Müssen wir selber packen. Myra, du gehst zu deinem Koffer, willst ihn anheben und der Koffer fühlt sich schwer an. Mach den auf. Deine Klamotten, die du kennst, vollgepackt. Unsere Sachen sind schon da, also ist schon fertig gepackt. Ich würde einfach mal versuchen, meinen Koffer Richtung Tür zu ziehen. Mhm. Jetzt, Myra, würdest du meinen Koffer auch mitnehmen, bitte, Louis? Selbstverständlich. Leg ihn einfach auf meinen drauf. Da ist er drauf. Das hast du aber voll easy gekonnt. Ja, aber so zum lange Tragen ist der mir zu schwer. Verstehe, hochheben ist viel einfacher als schleifen. Sehe ich, dass Louis möchte 2 große, schwere Koffer tragen, wo Gepäck für ein Schuljahr drin ist. Ja, ich werde beide zur Tür ziehen. Denn der eine liegt auf dem anderen und dann ziehe ich den. Wie bitte? Willst du nicht noch einen dritten? Also. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn ich mir ansehe, womit ich würfeln müsste. Selbstverständlich. Super, das sollte kein Problem sein. Louis, es sind lediglich nur ein paar Klamotten. Luis, mach mir bitte mal einen Brawn-Wurf. Mit der Schwierigkeit 10, weil du in deinem ganzen Leben noch nichts Schweres getragen hast. Ja.
Das ist jetzt witzig. ich habe eine 1 gewürfelt. Fantastisch. Ja. Emma schmeißt ihren Koffer auf den von Vanity und beherzt möchte Louis einfach ganz beiläufig diese 3 unfassbar schweren Koffer ziehen. Du ruckst einmal dran und du hast das Gefühl, dass eine Bandscheibe rausfliegt. Bist du sicher, dass du das tragen kannst? Ja, er kann das. Für gewöhnlich ist das kein Problem, aber es ist, die Koffer scheinen magisch schwerer gemacht worden zu sein oder dergleichen. Bestimmt sind die verhext, dass man die nicht von hier wegbewegen kann. Ganz sicher. Ich glaube an dich. Vielleicht kann ich es ja doch alleine. Ja, versuch's mal. Nimmst du meinen dann auch? Ja, ich versuche einfach mal dieses Dreierpack hier anzuheben. Ich meine, ist ja doof. Ich wollte jetzt auch nichts Unschaffbares aufladen. Jade kommt wieder nervös nach oben, die Balustrade lang gerannt. Können wir uns vielleicht ein bisschen beeilen? Ich weiß, ich habe nicht spezifiziert, wann der Zug kommt, aber ich meinte mit jetzt, meinte ich jetzt. Und warum tragt ihr eure Koffer? Ist gut. Hä? Wie? Was sollen wir sonst mit denen machen? Naja, sie zum Zug schicken. Schicken? Wie, bitte geht zum Zug? Das wäre ja verrückt. Zum Beispiel? Ich verstehe. Das passiert sonst keinem von uns. Das ist auch irgendwie neu für mich. Er holt seinen Zauberstab und tippt auf jeden Koffer und bittet jeden Koffer ganz üblich. Könntest du bitte zum Zug gehen? Vielen Dank. Könntest du bitte zum Zug gehen? Vielen, vielen Dank. Und die Koffer richten sich auf und fahren die Balkone runter, bis ihr sie nicht mehr seht. Das ist ja fantastisch. Das war mir natürlich klar. Ich wollte nur euch natürlich entgegenkommen. Wahnsinn. Mit eurer Bitte. Ich finde das erstaunlich, dass ihr es schafft, einen Laden anzuzünden und wieder zu löschen, aber nicht auf die Idee kommt, euer Gepäck zum Zug zu schicken. Merkwürdig. Also normalerweise kann man auch nicht mit Gepäck sprechen. Nicht? Nein. Naja, es hat keine Ohren. Es kann nichts hören. Es kann auch nicht von alleine fahren. Aber wie bekommt ihr dann schwere Sachen von A nach B? Tragen. Mit Bediensteten? Tragen. Also ja, andere Leute tragen die. Ich nicht. Ich erlebe wie im Mittelalter. Gut, können wir los? Okay, let's go. Ja, klar. Ja. Er führt euch aus der Drunken Duck raus. Ihr geht die 4 Etagen des Wendelbalkons runter und habt unten ein klassisches Pub. Was auch recht unsortiert ist, aber gemütlich aussieht mit viel zu vielen Kaminen, die halt überall sind. Und so langsam kommt ein bisschen Leben in die Bude. Andere Magier und MagierInnen kommen aus ihren Zimmern raus. Manche teleportieren sich sofort irgendwie aus dem 15. Stock direkt nach unten und wirbeln ein bisschen Staub auf. Und ihr geht durch einen Seitenbereich des Gebäudes raus auf eine kleine Straße, die euch zu einem prachtvollen Klinkerbau führt. Ein großes Bahnhofsgebäude, protzig, mit Säulen, großen Fenstern und einer Uhr, die für euer Verständnis viel zu viele Zeiger hat und alle bewegen sich in verschiedene Richtungen und verschiedene Geschwindigkeiten und kommt in eine marmorbehauene Eingangshalle. Sitzmöglichkeiten und am Rand große Bereiche, die schraffiert sind, wo ein rundes Schild drüber gebaut ist, wo man so erkennt, so stehen verboten. Und wo ununterbrochen Magierinnen und Magier auftauchen, die sich teleportieren. Und in einer kleinen Wolke von grün, pink, gelb, ganz zart auftauchen und zum Bahnsteig gehen. Durch die Halle durch kommt der Bahnsteig. Dieser Bahnhof hat nur einen einzigen Bahnsteig, wo eine große, gut restaurierte, alte Lok steht. Wie eine kohleangetriebene Lok mit Anhängern,
wo man fast nicht sehen kann, wo sie enden. Sehr viele, ein großer, langer Bahnsteig, vieles los, sehr viele Eltern, sehr viele Kinder, Schüler, die teilweise alleine gekommen sind oder noch mit Verwandten. Es wird sich verabschiedet, Wägen werden durch die Gegend geschoben. Ihr seht halt auch ein Kind, dass halt ein Wagen mit dem Koffer durch die Gegend steht und sagt, Mama, guck mal wie die Muggel, guck mal wie die Muggel. Und die Mutter sagt, sag das nicht so. Hat der Typ vorhin gesagt, wir leben wie im Mittelalter und die haben jetzt hier eine Dampflok? Jay dreht sich um. Ja, vielleicht war das ein wenig unhöflich von mir formuliert, aber ihr tragt halt eure Sachen. Das ist halt nicht sehr fortschrittlich. Ihr habt eine Dampflok mit Kohle angetrieben. Also ist sie nicht großartig? Ich würde gerne ein Selfie machen. Ein was? Ein Foto vor der Dampflok vielleicht. Ein Foto? Ein Foto. Ah. Wir leben im Mittelalter, ne? Ja, ja, eben. Soll ich dich fotografieren? Ja, bitte. Es ist sehr, sehr viel los auf dem Bahnsteig und es laufen ständig Leute vor das Bild. Okay, dann nicht. Du kriegst ein paar Schnappschüsse, aber du hast meistens irgendwie so ein britisches Kind mit im Bild, was gerade so guckt. So, ne? Achso, das ist kein Problem, das kann ich herausschneiden. Ihr seht, ihr schnappt ein paar Gespräche auf von Eltern, von Kindern, die ein bisschen Angst haben, zur Schule zu kommen, von Älteren, die sich halt auf das nächste Semester freuen. Und ihr fangt an, kleine Grüppchenbildungen zu sehen. Dass ihr dort eine große Gruppe habt mit SchülerInnen, die einen grünen Kragen haben. Dort da hinten eine große Gruppe von SchülerInnen, die blaue Kragen haben. Wenn ihr euch genauer anguckt, die mit dem blauen Kragen haben überdurchschnittlich viele Bücher dabei und recht große Koffer, teilweise fahren eigenständig oder schweben hinter ihnen her. Aber die Bücher tragen die selber, ja. Okay. Die mit dem grünen Kragen haben sich eher so in so eine Ecke gedrängt. Ein paar von ihnen rauchen, haben sich halt die Ärmel hochgekrempelt. Erstaunlich viele von ihnen sind tätowiert. Und die Roten sind am lautesten, die auf dem Bahnsteig stehen und sich halt sehr viel Platz nehmen. Und dazwischen überall recht viele mit gelben Kragen, die alle ein wenig wie Jade aussehen. Recht unsicher, ein bisschen schwitzig. Und nicht so wissen, wo sie hinkommen. Einer geht einen Schritt, ein Schüler, und entschuldigt sich, weil er einem Rotkragen in den Weg gelaufen ist und ist vorbei. Und so langsam verteilt sich alles in die Züge. Jade stellt sich vor euch. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns einen Abteil? Ja. Ja, lass das machen. Ja. Ihr geht in einen gut renoviert erhaltenen historischen Zug. Mit diesen klassischen Sechserkabinen, wo ihr eine Tür aufschiebt und gegenüber zwei Sitzbänke habt. Setzt euch hin, Kinder rennen durch den Zug und so langsam kommt ein wenig Ruhe ein. Und Jade guckt schon aus dem Fenster und sagt, gleich geht's los. Wir haben wirklich einen malerischen Ausblick bei der Fahrt. Ich freue mich jedes Mal. Und ich habe viel davon gehört und jetzt freue ich mich. Also nicht jedes Mal, ich bin ja zum ersten Mal da, aber man sagt, man freut sich zum jeden Mal. Wisst ihr, was ich meine? Nein, ja, aber... Gleich. Ganz genau. Dann geht's los. Und es macht Puff und ihr steht mit der Bahn direkt vor der Schule. Was? Nein. Wo war der bekannte malerische Ausblick? Danke, Luis. Ihr seht dann durch euer Fenster ein fantastisches Schloss. Ein Landsitz. Mit vielen Seitengebäuden, unzähligen Türmchen, kleinen Dächern, Erkern, alles, was das Schloss zu bieten hat. Große Parkanlagen, ein See, ein Wald, Berge im Hintergrund. Es ist einfach nur malerisch. Und mitten in diesem Wald ist halt ein Stück Bahnsteig gebaut, eine Treppe runter und dann ein Schotterweg,
der zu einem großen Eingangstor führt, wo drüber J-Wick Academy steht. Okay, ich weiß, Vanity ist eigentlich unsere Social Media Queen, aber ich glaube, hiervon mache ich auch mal ein Foto. Wenn du möchtest, kann ich das reposten. Schloss Schwanstein wäre neidisch. Ah, okay. Bei diesem Ausblick. Und Jade sagt zu euch, gut, dann, das war die Fahrt. Aufregend. Ich fahre nicht so oft Bahn. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Ich warte dann. Ich gehe. Kommt ihr? Sprich. Ich würde gerne. Also ich würde gerne einmal kurz einen Block rausholen und kurz mal skizzieren, was ich da sehe. Ich würde das gerne mir so aufzeichnen, so ein bisschen ja, grob mit Bleistift. Du kannst ein bisschen scribbeln. Das kannst du eben machen. Sag mal, Jade war richtig, ne? Ja. Ja. Wo gehst du jetzt hin und wieso sollten wir... Also ich finde die Frage irgendwie ein bisschen komisch, dass du uns fragst, ob wir nicht mit zur Schule kommen wollen. Ach so, nee, ich meine, ja, klar, also klar wollt ihr mit zur Schule. Ob wir gemeinsam gehen? Ja, los, komm. Ach so, ja. Ihr bewegt euch alle aus dem Zug und seid in einem großen Trott von Schülerinnen und Schülern, die sich alle gleichzeitig zu Fuß auf dem Weg zum nahen Gebäude machen. Ihr seht schon links und rechts einige Erwachsene in pechschwarzen Roben, die die Erstsemester beaufsichtigen und so ein bisschen einfangen. Und während ihr halt aus dem Zug kommt, merkt ihr schon, dass euch viele, also vor allem die jüngeren SchülerInnen, aber auch ein paar ältere anschauen. Die kleinen, also die kleineren, die jüngeren Schüler glotzen und die älteren versuchen es ein bisschen zu verstecken, aber ihr seid Thema Nummer 1. Die wollen sicher Autogrammkarten von uns haben. Ja, die schauen mich an. Hallo. Und also, Vanity, ich weiß nicht, ob du es nicht blickst, aber die gucken dich nicht an, weil du bist. Warum denn dann? Ja, weil wir... Wir sind. Ja, weil wir... Für die... Hast du das nicht am Bahnsteig schon gehört? Wir sind für die halt Muggel, weißt du? Das zum Henker ist ein Muggel. Naps, meint als, sie. Als du Muggel sagst, so ein kleiner rothaariger Junge mit Sommersprossen neben dir. Muggel darf man nicht sagen! Hast du es doch selber gerade gesagt? Hab ich überhaupt nicht! Mach so ganz schnell eine Skizze von ihm, ich hab dein Gesicht. Entschuldigung, ist hier ein Lehrer? Ist hier ein Lehrer? Hier hat jemand Muggel gesagt. Und, das ist schon wieder gesagt. Einfach. Kann ich den boxen? So gegen die Schulter? Anzünden, bitte. Also, dieses Kind hat eine unfassbare Snitch-Energie und du siehst halt, wie das Kind durch die Gegend sucht und halt ein Lehrpersonal sucht. Okay, lass uns bitte einfach schnell reingehen, okay? Okay. Ich kann diese negative Presse nicht gebrauchen. Ich würde mir den eigentlich gerne kurz schnappen. Nein. Mach mir, Thorsten, bitte mal einen Fight-Check. Schwierigkeit ist 4. Es ist ein kleines Kind. Okay. Das ist 11. Ich habe eine 9. Also ist das Kind jetzt Mathe. Du hast... Was habe ich für eine Schwierigkeit gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. 4. Du hast 4 gesagt. Schwierigkeit ist 9. Das Kind, der rothaarige Bengel, möchte gerade losrennen. Er hat Muggel! Und du packst ihn am Kragen und ziehst ihn und er ist relativ leicht. Und du hältst ihn so ein Stückchen über dem Boden. Okay, wunderbar. So, pass auf. Ich weiß nicht, wie das hier läuft, aber ich weiß, wie das bei uns zu Hause läuft. Und wenn du nicht deine dumme Klappe hältst und uns in Ruhe lässt, dann drück ich dein Gesicht in die Toilette und spüle so lange ab, bis du nicht mehr redest. In eine was? Oh nein, wir haben ja keine sanitären Anlagen. Sanitäre Anlagen? Wohin scheißt ihr denn? Ich. Berechtigte ja, Frage. Ja, an einem. Ja, da, wo uns halt keiner sieht. Draußen?
Entschuldige, bin ich gerade an einem Ort gelandet, wo ich keine Toilette benutzen kann? Wie gesagt, wir sind im Mittelalter. Ich will das nochmal so ein bisschen... Wir sind, und der kleine Junge sagt, wir sind Zauberer. Wir können es einfach wegzaubern. Wie eine Hundetüte, nur mit einem Zauberstab. Das ist ja schrecklich. Ich lasse völlig schockiert den Jungen fallen. Der Junge guckt mich so richtig feist an. Ha! Idioten! Und rennt weg. Was ein Wichser. Wieso durfte ich ihn denn nicht anzünden? Du hast nichts gesagt. Ich hätte ihn festgehalten. Aber ich glaube, dann hätten wir nicht einen Fuß in dieses Gebäude setzen dürfen. Ist vielleicht schon ganz gut, dass wir es nicht gemacht haben. Also ganz ehrlich, wenn es das hätte ja keinem mehr erzählen können. Wahrscheinlich auch keine Klos, keine Duschen. Also eigentlich will ich gar nicht in dieses Gebäude, glaube ich. Aber ich glaube, es ist ein Spaß. Vielleicht hat er geblufft. Hoffentlich hat er geblufft. Ihr macht es weiter. Auf dem Weg jetzt durch eine Allee zum Hauptgebäude der Jaywick Academy. Gotischer Stil. Wunderschönes Gebäude. Fresken an der Wand, Verzierungen. Figuren hängen über. Und durch eine tonnenschwere, doppelflügelige Holztür kommt ihr in die Aula und Eingangshalle. Endlose Decken, Bögen, lange Tische, die durchgezogen sind, 4 an der Zahl mit einem Mittelgang und am Ende ein Podest, wo ein Tisch vor Kopf ist und sich dort das gesamte Lehrpersonal der Jaywick Academy versammelt hat, sitzend und auf euch wartend. Und es gibt vorne rechts einen kleinen Bereich für die Neuankömmlinge, wo Jade euch hinbuxiert und dort steht ihr in einer großen Traube aus 11-jährigen Mädchen und Jungen, die einen unendlichen Lärm produzieren. Weil Kindergruppen ab einer Größe von 3 sind einfach eine Waffe, was die Lautstärke angeht. Ja, es nervt auch. Also zunächst mal, die Halle ist echt nicht von schlechten Eltern, oder? Ich habe mein Sozialpraktikum von der Schule machen müssen und das war im Kindergarten und exakt so klein waren die auch, glaube ich. Wie die Halle? Nein, wie ich die Elfjährigen. Wann hast du? Was? Ich sag, die Kinder sind alle ziemlich klein. Aber komischerweise alle größer als ich. Okay. Ich glaube, ich kann Lippen lesen. Ich weiß, was ihr gesagt habt. Während ihr da steht in der Gruppe der 11-Jährigen, hört ihr alle die Stimme des rothaarigen Jungen ein bisschen weiter hinter euch und sagt, ja, kein Scheiß. Die haben keine Ahnung, was Toiletten sind. Ich weiß nicht, wo die Naps ihr Geschäft machen, aber anscheinend im Wald oder so. Keine Ahnung. Die sind vollkommen unzivilisiert. Alter, was? Den frittiere ich. Und, Entschuldigung. Und das verbreitet sich so ein bisschen weiter und auch welche an den Tischen, auch so ältere, gucken sie, hört so ein bisschen so hier Nachzüglerprogramm. Welche Kragenfarbe hat der Bastard? Noch keine. Ihr habt alle eure. Ah, er ist auch ein Erstklässler. Er ist ein Elfjähriger, ja. Ihr habt alle. Wir werden von einem Elfjährigen fertig gemacht. Noch keine. Und während sich das Gerücht ein bisschen verbreitet, dass das Zauberer-Nachzüglerprogramm keine Ahnung hat, was Sanitäranlagen sind. Aber wir sind ja auch keine Naps. Also, Entschuldigung. Tritt. Dann wären wir ja nicht hier, hä? Huh? Isebald Canterville vorne an ein kleines Rednerpodest. Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, es ist mir wie immer eine ausgesprochene Freude, euch alle in der Jaywick Academy für ein weiteres Semester begrüßen zu dürfen. Tosender Applaus. Isebald Canterville hat sich seinen besten Magiermantel rausgesucht,
Es ist so ein knalliges Lila mit Sternen, Regenbogen, alles, einfach alle Farben. Ein bisschen wie Saruman der Bunte, als er wahnsinnig geworden ist, aber mit Stil. Hat seine Haare, seine langen weißen Haare zu einem akkuraten Männerdutt aufgefädelt, einen gepflegten langen Bart und eine große runde Brille, die er nach vorne auf die Nase gezogen hat. Wir haben dieses Semester ein ganz besonderes Ereignis. Zum allerersten Mal seit Beginn haben wir magische Nachzügler gefunden. Und er zeigt damit auf euch. Und es geht ein Raunen durch die Halle. Und das Flüstern. Ah, da sind sie, da sind sie. Die sind aber ganz schön alt. Ob die es noch schaffen werden? Ich bin gespannt, in welches Haus sie kommen. Und eine ganze Stimme. Die kacken wahrscheinlich im Wald. Wie immer und jedes Jahr, auch zu den Neuankömmlingen, die noch ein bisschen jünger sind, sind wir alle wieder gespannt und aufgeregt, wer in welches Haus kommt. Er hebt die Hände und im Hintergrund erscheinen, wie als ob ein Papier rückwärts verbrennt, Banner über dem großen Tisch der Lehrkräfte. Ihr habt ein rotes Banner mit einem stolzen goldenen Adler, ein grünes Banner mit einem silbernen Skorpion, ein blaues Banner mit einem bronzefarbenen Fuchs und ein gelbes Banner mit einem Sandstein, mit einer sandsteinfarbenen Ziege da drauf. Welches Haus wird es für wen werden? Finden wir es heraus? Und er hebt die Hände mit seinem Zauberstab und vor dem Podest kommt stufenartig der Marmor aus dem Boden und bildet ein Rondell mit drei Stufen, übersät von Runen, die in den verschiedensten Farben glitzern und leuchten. Möge die Auswahl beginnen. Und die ersten Kinder treten über die drei Stufen auf die Mitte des Podestes. Und für einen kurzen Moment, das erste Kind ist ein Mädchen, ein brunettes Mädchen mit Pferdezopf, geht das auf das Podest, knieselt ein bisschen an ihren Fingern und weiß nicht genau, was passiert, als in der nächsten Sekunde sie kurz die Arme nach unten reißt, die Augen einen Moment nach hinten klappen und sie sofort wieder da ist. Und dann ein Symbol, das Banner, das rote Banner kurz leuchtet und einer der Tische vollkommen eskaliert. Und so kommen nach und nach immer mehr Kinder auf das Podest und finden heraus, in welches Haus sie kommen. Myra, ein kleines blondes Mädchen neben dir, zuppelt an deiner Schuluniform. Willst du? Ich wollte nur fragen, ob du weißt, vielleicht, ob du eine Ahnung hast, für welches Haus du kommst. Entschuldigung, es tut mir leid, das war nicht so gemeint, sorry, ich war gerade... Mach mir einen Wurf auf Charming. Du hast das Kind angemault, die Schwierigkeit ist 10. Wo bin ich denn hier? Achso. Das ist eine 9. Also du darfst dir selber einen Loser-Token geben, um auf die 10 zu kommen. Dann mache ich das. Das tut mir sehr leid. Fantastisch. Das Kind beruhigt sich wieder. Ich wollte nur fragen, ob du weißt, also ich weiß nicht, ich würde so unendlich gerne, würde ich in das Haus, ich würde auch ein Vir Fortis sein. Das sind die Helden. Und wer möchte kein Held sein? Also wenn du das möchtest, dann wirst du das bestimmt. Wirklich? Bestimmt. Ein anderer Junge von hinten, das Quatsch. Das Podest wählt dein Haus aus. Das kannst du dir nicht aussuchen.
Also ein weiser Mann in unserer Welt hat mal gesagt, glaubt an das ihr glaubt. Ja. Genau. Method! Der rothaarige Junge drängt sie da vorne. Das ist Schwachsinn. Okay, wo möchtest du denn rein? Ich? Ich will in das Haus Adversus, weil dort nämlich die Bösen sind. Ja, und du bist also böse? Ja. Findest du das cool oder was ist jetzt hier dein Ding? Ja, natürlich, es gibt ein ganzes Haus dafür. Böse nervig ist der auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Naja, also wie die schlauen Seite sieht er mir ja nicht aus. Also könnt ihr das Haus Prudenta vergessen. Er zeigt auf den Fuchs. Ja, so schlau kannst du ja auch nicht sein. Ich glaube, wir haben hier einen Haufen Ziegen. Und er wird aufgerufen und geht nach vorne. Auf das Podest und kommt natürlich in das Haus Adversus. Das mit dem silbernen Skorpion. Wow, der ist echt speziell. Und nachdem die meisten Kinder halt durch sind, kommt nochmal Isabel Conterville. Da wir hier eine besondere Situation haben und hier unsere Erstsemester schon ein wenig älter sind, wird dass er das jetzt immer so betonen muss. Ja, echtes Lernen. Gibt es da, möchten Sie uns an der Unterhaltung beteiligen? Nee, danke. Nein, nein. Nein. Ist okay. Sehr schön. Dann kommt doch mal alle nach vorne und wir gucken mal, was es so wird. Wir gucken gesagt. Wir gucken mal, was wird. Was wird. Wir freuen uns. Gehen wir alle zusammen nach vorne? Ihr geht zusammen, also zusammen nach vorne auf das Podest. Ihr geht die drei Stufen hoch. Und innerhalb von ein paar Sekunden hört ihr alle die gleiche Stimme in eurem Kopf. Der Saal ist verschwunden. Es ist nur noch wie ein großer schwarzer Void vor euch mit einzelnen silbernen Schlieren im Hintergrund. Ah, die Nachtzügler. Interessant, interessant. Ihr seid aber schon wirklich ziemlich alt, um als Magier ausgebildet zu werden. Ich frage mich, was sich Isabel dabei gedacht hat. Nun, ihr kennt die Regeln. Nein, ich kenne die Regeln nicht. Ihr hört das Podest seufzen. Gut, dann erkläre ich es euch. Es gibt 4 große Häuser der Magie. Es gibt unsere Helden im Haus Vir Fortis. Es gibt unsere ambitionierten Unruhestifter in Haus Adversus. Es gibt unsere unendlich begabten und klugen Magier im Haus Prudenta. Und es gibt das Haus Barbus. Wo was sind machen die euch? Was nun, macht Barbus? Nun, das Haus Barbus, das sind die Magier, die die Magierwelt zusammenhalten, möchte man sagen. Die Ziegen halt. Die Ziegen halt. Und wie hieß das eine? Polenta? Nee, Prudenta. Prudenta. Und jedes magische Wesen wird eigentlich mit dem 11. Lebensjahr in ein Haus zugeteilt, das dann sein gesamtes restliches Leben bestimmt. Oh mein Gott, das ist aber jetzt eine schwierige Entscheidung. Wenn das den Rest meines Lebens bestimmen soll. Und also entscheiden wir das für uns einzeln oder sind wir jetzt hier als Gruppe am Entscheiden? Selbstverständlich nicht. Das wurde bei eurer Geburt entschieden. Ihr seid die fleißigen Magier-Arbeiterbienen des Haus Bardus. Also Ziegen. Willkommen, ihr neuen Ziegen. Und zack, der Raum öffnet sich wieder vor euch. Und verhaltener Applaus vor dem Tisch mit dem Menschen mit dem gelben Kragen. Und ihr alle habt jetzt auch alle einen gelben Kragen. Na toll. Super, gelb sieht bei meinem Teint einfach fürchterlich aus. Alles klar. Ziegen. Ich finde ganz gut. Ja, klar.
Fliegen sind super Tiere. Wirklich, die können ganz viel. Die sind auch sehr nett. Okay, ich halt die Klappe. Du wurdest einfach hart gemobbt in der Schule früher, oder? Meine Güte. Hey! Die war schon immer eine Ziege. Ich wurde nicht gemobbt, ich war nicht schon immer eine Ziege. Ich hatte viele Freunde und... Nein. Ja, ja, du bist mega cool, alles schreit das. Leute, wir müssen ein bisschen zusammenhalten hier, das geht, also, ne, guck mal hier, alles sind gegen uns, jetzt, komm hier. Ihr kommt an den Tisch von Haus Barbus, von den Goats, mit Ehrfurcht betrachtet man euch, weil... Wir heftig sind. Weil es das, dem Augenschein nach, das erste Besondere ist, was diesem Haus jemals passiert ist. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Hi! Hi, ja, bevor die Diskussionen losgehen, ich bin Vanity Sparrow. Wenn jemand ein Foto oder ein Autogramm haben will, dann lasst uns das lieber nach der Veranstaltung machen. Aber kein Problem, kommt einfach auf mich zu. Siehst halt mehrere Schüler von Haus Barbus gucken sehr irritiert und sagen, ja, okay, das machen wir. Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Und kleine Unterhaltungen versucht Thorsten, Luis, du schüttelst ein paar Hände, die alle recht feucht sind. Die Zeremonie wird abgebunden und der Trott setzt sich in Bewegung. Und ein paar MitschülerInnen von euch sagen, dass sie jetzt zum Gemeinschaftsraum von Haus Barbus gehen und führen euch durch verschlungene Treppen und Gänge durch die ganze Schule, die vollgepackt ist mit Gemälden, Rüstungen, Verzierungen, kleine Schränke, ewig lange Flure, kleine Sackgassen, verschiedenste Türen, bis ihr irgendwann um eine Ecke biegt. Und dort seht ihr eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder da mit Fashion Relate to Magic. Bis gleich. Bis gleich. Bye. Tschüss.